Jungs sind einfach, weißt du, die funktionieren wie ein geradliniger Funktion und nicht wie ein Sinusfunktion, wenn du weißt, was ich meine. Ich habe das verstanden. Komm, wie diese. Ich habe ein Problem, also ich bin in Aras Freundin verliebt. Und sie war bei mir zu Hause. Und ich habe sie gefördert. Weiter warte, gibt warte, es nicht, komm jetzt. Warte, bis der Mann weg ist. Also ich meinte einfach, Komplimente sind am besten. Zum Beispiel schickt dir ein Junge irgendwie Popo-Foto. Er wird sagen, oh, hm, würde er sagen. Aber schickt dir, hallo, guten Morgen, Walla, der wird sich wie ein kleines Kind freuen. Walla. Lag nicht zusammen. Ach, so. Nein! Okay, warte, ich muss erst das Handy anmachen. Hey, woher weißt du mein Code? Ist eine andere Geschichte, aber... Nächste Frage. Wie viel Zentimeter? Also... Wie viel Zentimeter? Also... Ja, aber ich mein Lieblings ist 15 Zentimeter. Es ist eine gute Größe, für, wenn du halt nicht so viel haben willst oder wenn du halt nicht so viel Lust hast. Aber wenn ich richtig Lust habe, nehme ich 30 cm. Also 30 cm Subway Sandwiches macht richtig satt. Die sind auch so lecker. Ich nehme halt diese das mit Beef, you know? Subway Sandwiches, 30 cm für großen Hunger. Sehr, sehr lecker. Empfehle ich dir. Ich will keinen Kommentar machen. Nächste. Mach diese. Nächste Frage. Okay. Ich will auch Parkour lernen. Wie schafft Aras das? Ist schwer, Alter. Was? Nein. Ich will auch Parkour keiner lernen. Keiner hat nichts über Boxen geschrieben, ihr Hunde. Weil Parkour geiler ist, komm schon. Boxen kannst du überall benutzen, Amunaki. Was willst du machen? Jemand hat deine Freundin bleibt. Was willst du machen? Parkour machen und wegrennen, Amunaki. Nach Türkei oder was willst du machen? Nee, aber da musst du wie ein Mann kämpfen. Aber drei, vier Leute, die haben dich egal. Sagen wir, da sind sechs Leute. Das meine ich, die werden mich ja, aber ich kann wegrennen, weißt du? Ich kann einfach wegrennen. Deine Freundin da alleine, ja, gerade jetzt. Ach so. Dann rufst du eigentlich ja, dann einfach und was ja, wenn da sechs Menschen sind, dann vergesse ich, dass ich eine Freundin habe. Wie ich Parkour kann, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Darf ich das erklären? Ja. Okay. Unser Aras. A long time ago, wie heißt es auf Deutsch? Vor einer langen Zeit. Vor. Na, Junge, nicht in mein Handy herumgehen. Nee, wo sind die Tests? Hier. Achso. Okay. A long time ago, eine lange Zeit. Vorher, ne? Vor langer Zeit. Okay. Vor langer Zeit, unser Aras war ein kleiner, skinnier Junge. Der wollte ein cooler Typ sein. Er war eigentlich im Innen cool. Der wollte ein cooler Typ sein. Deswegen hat er im YouTube Parkour und so weiter gesehen. Und das hat ihm überzeugt. Was hat er gemacht? Er hat natürlich angefangen, jeden Tag trainiert. Maschallah, so muskulös. Jeden Tag trainiert. Und jetzt ist der Maschallah. Wallah, du bist ein guter Parkour-Meister, Wallah. Ah, meine Parkour-Geschichte fängt. Als ich so 6-7 Jahre alt war, war ich ein großer Fan von Spider-Man und das bin ich immer noch. Und ich habe ihn immer so rumspringen gesehen und dann bin ich auf ein Video gestoßen als Kind, wo ein Typ ein Parkour-Compilation von sich selbst gemacht hatte. Innerhalb ein Einkaufszentrum. Er hat richtig geile Salto und so weiter gemacht, so Flips. Ich meinte so, ich werde das lernen. Und ich dann, will wie ihm werden, meinst du, ne? Exakt. Und dann als Kind habe ich immer bin ich rumgesprungen zu Hause auf den Sofas und nicht draußen. Wir hatten nicht mal so geil. Das stimmt, war gute Zeit. Und dann draußen bin ich halt immer gesprungen. Ich habe mich sehr oft verletzt deswegen. Das ist normal. Also, ja. Verletzt immer noch, weißt du? Einmal hat er sich verletzt, 2 Monate oder so hast du. 7. 7? Scheiße, ich wusste. Vor 2,5 Jahren. Und das war halt mein rechter Fuß, habe ich umgeknickt. Und vor 5 Monaten oder so. Habe ich mein linkes Fuß umgeknickt. Deswegen war ich sehr lange Zeit zu Hause. Aber es lohnt sich, wenn du etwas liebst. Auf YouTube gibt es auch viele Tutorials. Geh und fang klein an, okay? Fang nicht sofort mit doppelt Rückwärtsschraube an, sondern einfach mit, keine Ahnung, wie man über ein Objekt springt. Also, aber wie Aras gesagt hat, er mochte ja als Kind Spider-Man, ne? Deswegen hat er sich zu Parkour irgendwie entschieden.
Ich mochte Superman. Was macht der? Er fliegt am Monaco. Was soll ich machen? Diese Vögel werden. Weil als ich Kind war, kennst du, ne, diese Dinge, in denen wir so beten, ne? Diese ja. Teppiche, ne? Ja. Diese Teppich habe ich so hinter mir genommen. So, Superman, Superman. Ich habe meinen Vater angegriffen. Ich habe mit ihm so gerungen und so. Das war so ein geil. Ja. Jetzt, was soll ich jetzt machen? Hm? Du hast Parkour entschieden wegen Spider-Man. Pilot was? Werden. Ist zu schwer, aber ich brauche ein Abitur. 1, was, egal. Trotzdem, kannst schaffen. Egal was du willst, kannst schaffen. Nächste Frage. Frage. Glaubt ihr an Gott? Bitte schon erst. Die Besten kommen am letzten. Ich bin unreligiös. Ich bin zwar als Muslim aufgewachsen und ich bin auch sehr, sehr religiös als Kind. Gewesen? Ich bin als Kind sehr religiös gewesen. Danach haben sich Dinge anders entwickelt. Es hat einfach nicht zu mir gepasst, deswegen es hat auch nicht so richtig Sinn ergeben für mich, was da geschrieben wurde in den Büchern und so weiter. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt unreligiös zu leben. Also das war deine Entscheidung. Und ob ich an Gott glaube, da bin ich mir noch nicht so sicher. Es kann sein, dass es jemand gibt, der das alles erschaffen hat, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen kann ich dir keine klare Antwort geben. Das war eigentlich die Frage, die haben nicht gefragt, was deine Religion ist. Die haben gesagt, ob du an Gott glaubst, egal. Jetzt du. Okay, also ich will es nicht zu lang machen, zu kompliziert machen. Meine Philosophie ist einfach, falls es eine Kunst gibt, gibt es auch Künstler. Punkt. Also bitte schön, nächste Frage. Also ja. Was bedeutet dieser Satz eigentlich? Ja? Keine Ahnung, vielleicht das bedeutet ja, cool ja. aussehen. Komm, lies. Nächste Frage. Zweimal musst du so schlagen. Nächste! Aua! Okay, jetzt. Habibis und Habibtis. Hallo, ich mag jemanden seit Monaten, aber ich mag mich nicht. Hä? Was? Was? Ich mag jemanden. Warte, zeig mal. Ja, Digga. Na, hallo? Ich mag jemanden seit Monaten, aber. Sieh mal aus, sorry, es tut mir wirklich leid. Jungs, es tut mir leid, ich bin ein Ausländer, ich bin ein Afghaner. Hallo, ich mag jemanden seit Monaten, aber. Sie mag mich nicht. Okay, genau. Okay, sie mag sie oder ihn. Aber ja. Ich habe Gefühle für sie. Wie kann ich machen, damit sie auch Gefühle für mich hat? Okay, anscheinend haben heutzutage Jugendliche richtig viele Probleme mit Beziehungen und Liebe. Und die fragen uns auch mal nach. Egal, tschüss. Also was du einfach machen kannst, rede mit ihr erstmal ganz normal auf einer normalen Ebene. Sorg dafür, dass du dich selber bist und also das ist eigentlich, was ihr da sagt. Ne? Einfach normal mit ihr reden, okay? Laste sie nicht zu viel, okay? Und also stalk sie nicht zu viel oder komm nicht so immer zu ihr so. Hi. Also so wird sie machen. So. Einfach cool bleiben, sei du selbst, rede mit ihr ganz normal und bring sie zum Lachen. Weil das musst du nicht, hey, musst du wallah nicht, Bruder. Wenn sie zum Beispiel nicht lachen möchte. Aber sorg dafür, dass du auch nicht so aussiehst wie ein Loser, wenn du das machst. Nicht, dass du halt dich selber verlierst. Genau. Einfach. Einfach sei du selbst, befreunde dich mit ihr. Sei sicher, dass du sie wirklich magst und dass du halt wirklich eine sehr lange Zeit mit ihr verbringen möchtest und dann es wird sich selber entwickeln. Du hast die Frage nicht so richtig verstanden. Ja, meinst du, wie kann ich machen, damit sie für mich Gefühle hat? Ist das möglich? Es ist nicht möglich. Richtig möglich. Jetzt hast du verstanden, ne? Genau. Wenn du nicht mit ihr redest oder in Kontakt kommst. Das stimmt auch. Deswegen, meiner Meinung nach, wenn du sie wirklich magst, aber sie für dich keine Gefühle hat, Bruder, bei uns auf ganz sagt man, wasch deine Hand und geh einfach. Verstehst du, ich meine? Geh einfach, oder? Wenn sie kein Gefühl hat, für dich kein Interesse hat, verpiss dich einfach. Es tut mir leid, verpiss dich. Oder befreunde dich mit ihr, wenn du das noch nicht bist, und setz ein paar gute Gefühle in ihr aus. Ich wollte was sagen. Sag. Danke. Walla, wenn du zum Beispiel für sie Gefühle hast, sie für dich kein Gefühl hat, kein Interesse hat, lass sie einfach, falls du sie im Instagram und so bei dir befreundet ist und so, blockiere sie einfach, Habib. Verstehst du, im WhatsApp, weil das kenne ich, Junge, das Ding kenne ich. Das wird dich wehtun, verstehst du? Das wird dich wehtun.
einfach blockieren. Blocke, wie diese gesagt wurde. Kennst du diese Meme? Das ist jetzt nicht blocke, die Blocke, blocke. Nee, falls er sie wirklich mag und die ganze Zeit über sie denkt und einfach vom Leben, wie heißt es? Ach so. Vom Leben einfach, wie sagt man, isoliert wird, verstehst du? Dann blockiere sie einfach, versuche sie zu vergessen. Ich glaube auch nicht an Liebe, verstehst du? Aber ich sage in eurer Sprache, ja, das nennt ihr Liebe. Also, falls du sie liebst und sie für dich kein Interesse hat, blocke, blocke, blocke. Next. Okay. Nächste Frage. Alter, hallo, ich mag hast jemanden. Hast wieder vergessen. Nächste. Noch einmal. Frage, bitte schön. Nächste Frage. Hallo, ich mag jemanden. Okay, und das haben wir. Oh, Junge, reicht doch. Das war die vorherige Frage. Was macht ihr während der Quarantäne? Während der Quarantäne. Es ist die Quarantäne und während plus Dativ. Junge. Schäm dich. Ein bisschen. Deutsch. Wo bist du? Was macht ihr während der Quarantäne? Was machen wir? Alles antwortest du zuerst. Das antwortest du zuerst auch. Also, verstehst du? Nee, komm, mal. Was immer machst? Die schwierige Frage muss ich beantworten. Egal. Was mache ich während der Quarantäne? Junge, Walla. Das Ding ist, früher hab ich nicht so viel Sport gemacht, das will ich zugeben. Aber jetzt, als ich im Quarantäne bin, jeden Tag aufstehen, so, wie heißt das, Seilspringen machen, jeden Tag, keine Ahnung, so Nachmittag, so Abend, so Dings machen, Kraftübung machen, das mache ich so. Für andere Sachen habe ich Walla keinen Bock. Ich bekomme jeden Tag mir das Aufgabe von Schule, ich habe keinen Bock, mach das nicht, das ist schlecht. Ist das schlecht? Ist das was Schlimmes? Ja. Ja, es ist was Schlimmes. Deswegen macht das nicht so, wie ich mache. Macht euren Sport, macht die Aufgaben für eure Schule und das war's. Ich mache nur Sport und ich versuche einfach meine Religion zu lernen. Ja. Versteht ihr? Was machst du? Da ich jetzt halt ganz viel freie Zeit habe. Ich versuche noch Deutsch zu lernen, sorry, bitte schön. Wallah, Bruder. Also, da ich jetzt ganz viel freie Zeit habe, habe ich mich dafür entschieden, alles in Reihe zu bekommen. Deswegen habe ich jeden Tag einen Plan. Und da das habe ich in deiner Story gesehen, genau. Und da drinnen befindet sich erstmal Schule und dann Fitness. Die sind ganz, ganz wichtig. Und danach gibt es Buchlesen. Ich lerne halt zurzeit Copywriting, das ist wie man Werbungen schreibt. Und psychologische Sachen gibt es auch da dran. Ne? Und auch, so. Ja, und auch Psychologiebücher, weil es mich interessiert. Körpersprache und so ich weiter. Auch, ja. Und in der restlichen Zeit verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Und ich mache weiter an meinen Hobbys, so wie Fußball. Ich kann jetzt nicht richtig gehen raus und Fußball spielen. Aber alleine. Aber alleine, ja. Draußen. Und ich spiele viel FIFA, um gedanklich, um gedanklich dabei zu bleiben. Es ist sehr wichtig, wenn du ja, nicht mit anderen spielen kannst. Das hilft wirklich. Und du musst es fühlen, versteckt ihr was immer. Ja. Also ja, das ist mein Tag und ich esse gesünder seitdem. Ich kann jetzt selber mein Frühstück und so weiter machen. Deswegen ist alles nach Plan, gesund, High Protein, gesunder Carbs. Das Ding ist, ja, meine Mutter, verstehst du? Sie meinte so, ja, sie hat gesagt, komm, Adib, sitz ich hin. Hab gesagt, okay, bitte schön, was denn so los? Also heirate ich jetzt, ich bin noch 17 und so, egal. Sie hat gesagt, Adib, du bist jetzt groß genug geworden. Wir sind ja, du weißt schon, im Quarantäne, du hast viel Zeit. Mach dein Essen selber. Mach dein Essen selber, hat sie gesagt. Fass mich nicht an! Mach dein Essen selber, hat sie gesagt. Weißt du, was das bedeutet? Junge, jeden Tag eine Stunde, ich setze mich hin, ich koche das. Und ich kann auch nicht so gut kochen. Es dauert 15 Minuten, wenn ich koche. Und ich koche auch für meine Brüder. Ich kann nicht so gut kochen, was soll ich machen? Schreib bitte in die ich kann nur Nudeln sehr gut kochen. Und ich halt nicht, also ich wirklich nur. Schreibt in die Kommentare eine Lösung für mich. Versteht ihr, was ich meine? Schreibt, wir haben für euch Lösungen gefunden. Findet eine Lösung für mich, was soll ich machen? Ich kann dir ein Videotutorial schicken, wie du was kochst. Mach mal hier einen Effekt, dort so richtig, wie heißt es so? Wir sind los. Traurig, sag ich da. Okay. Was soll ich machen? Okay, reicht sehr gut. Ja. Du machst es. Ja, ich mach es sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Hast du irgendwelche Probleme oder so damit, die im Kommentar Lösungen finden für dich vielleicht? Habe ich irgendwelche Probleme? Ja. Zurzeit nicht. Ja, der Mensch hat also bestimmt irgendwelche. Das einzige Problem ist, dass ich auf TikTok shadowbanned wurde. Für noch 2-3 Tage. Nicht denn, warum da? Ich habe ein Video hochgeladen. Ja. Das hatte dann in halbe Stunde 50.000 Views, okay? Oh, nicht in halbe Stunde.
Also, TikTok hat's gelöscht. Hä? TikTok hat's gelöscht. Weil TikTok meinte, da sind sexuelle Content dabei. Oh, das Einzige, was man im Video gesehen hat, waren unsere Hände. Und die haben einfach so gemacht. Das war's. Ach so, TikTok das hat's deiner, gelöscht. Das mit deiner Freundin, ne? Das ja, wir haben einfach mit Händen so, kennst du diese Shy-Ding auf TikTok? So, also, we are shy, but we wanna smash. Und dann habe ich einfach so gemacht, TikTok hat's gelöscht und deswegen hatte ich für 15 Tage Shadowban. Das heißt, normalerweise werden meine Videos so 30.000 bis 50.000 geguckt. So generell, wenn es nicht wirklich auf For You-Page landet. Aber jetzt werden die 800 oder so geguckt. You know what I mean? By the way, folgt mir auf TikTok. Bei mir hat das Gleiche. Ich habe ein normales Video irgendwie hochgeladen, in dem ich sage, in dem der Junge sagt, hey, wir haben Stress da, mit wem kommst du? Ich sage, ich komme mit Kanaka. Das war's. Wallah, es gibt einen Musiker, der sagt, ich komme mit Kanaka. Das ist ein Musik eigentlich. Eigentlich, diese Musik muss gebannt werden, wenn es sowas Schlimmes ist. Das war's, Junge. Und TikTok hat das, was hat der gemacht? Gelöscht. Nicht gelöscht, aber sondern, wie heißt es, so privat gemacht. Der meinte so, es gibt so sexuelle. Junge, was sexuelle? Was sexuelle, Mann? Dann fass mich nicht an, Alter. Es gibt Corona. Was denkst du über die Fragen, die wir bekommen haben? Über die Fragen, Junge. Wir sind keine Liebes. Wie heißt es? Liebes Guru oder so. Ja. Fragen haben nicht so viel. Also ja, ich bin in einer Beziehung, aber ich kann jetzt nicht sagen, was. Ich bin nicht mal in Beziehung, warum fragt ihr mir? Sorry, Habib. So musst du nicht rein, Chella. Ja. Okay, also. Komm, so werden wir das Video. Hoffentlich hat Danke fürs Zuschauen. Genau. Also ich fand die Fragen interessant bisher. Auch das mit meiner Freundin ein bisschen dumm war. Es war sehr dumm, Wallace. Ja, aber es waren nicht richtig Probleme, es waren eher Fragen für uns, ne? Aber mal gucken. Hat mich gefreut, wieder ein Video zu drehen nach einer langen Zeit. Seit 4 Monaten oder so. Ja, ich benutze diese Quarantänezeit, um halt richtig für uns Videos zu bearbeiten und Videos zu posten. Aber wie gesagt, Leute, wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin, bleibt echt. Bleibt Ausländer, Habibis. Ciao. Und wann machst du auch Monaco?